Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Shield. Das ist jetzt aber wirklich das erste Video mit dem neuen Intro und den neuen Endcards, die ich am letzten Part ziemlich schnell verabschiedet habe, beziehungsweise es war generell so, dass ich recht schnell gesprochen habe beim letzten Mal. Ich sage einfach daran, dass ich so schnell wie möglich ins Bett gehen wollte. Und ja, das hat euch einen wirklichen Part Reigen beschert in der letzten Woche. Oder in den letzten zwei Wochen eher gesagt. So, ist ja noch ein bisschen angeschlagen, aber jetzt, bevor es mit den Regis weitergeht oder Regis weitergeht, gibt es jetzt hier erst einmal die tollen, Ritter der Redlichkeit, kann man die so nennen? Und was dazu gehört? Und ja, jetzt muss ich erstmal schauen, also ich weiß das eine, also ich kann sie jetzt offenbaren, also Viridium müsste im Bett der Giganten sein, Terrakium in so einer Höhle und Kobalium, ich meine im Eis. So, lass mal schauen, ob wir hier irgendwo Viridium finden. Ich hoffe, das ist der deutsche Name. Oder Verizion, ich verwechsel das immer wieder. Obwohl ich doch Gen 5 so mag. Oder Gen 5 so mag. Ich hab's heute nicht so mit englischer Aussprache, wisst ihr? Das ist, glaube ich, auch am schwersten, weil es jetzt nicht so... Es hat zwar auch einen... Ah, okay, gut, ich habe schon gefunden, gut. Ja. Hauptsache ein bisschen scheiße labern, okay. Also, da hätten wir es. Das ist, Generation 5, ich habe es schon gesagt. Komm her. Ich hoffe, dass ich es mit einer... Wobei, mit einer Psychoattacke ist es so gut wie weg, weil es ist Pflanze-Kampf. Also vierfache Effektivität, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen versuchen wir es einfach mal mit Zauberschein. Kann er nicht schaden. Okay, das zieht auch viel. So, Bodycheck, ich hoffe, es überlebt. Sehr gut. Schön. Ja, das wäre toll, wenn jetzt die legendären Pokémon ein bisschen mehr mitspielen, weil jetzt kommen eigentlich fast nur noch legendäre Pokémon. Es gibt noch einen Abschnitt, der dann kommt, wenn wir die Regis gefangen haben, weil dann sind wir ja durch mit all diesen Legenden, die sich umherranken. Also das hier ist übrigens jetzt eigentlich eine Sidequest, weil ihr braucht die, wie soll ich die jetzt nennen? Ihr braucht die Ritter der Redlichkeit nicht, um den DLC zu beenden. Ihr braucht nur die Regis, die Vögel und halt die Story um Coronospar. Das Pokémon kann ich mir relativ gut merken, weil es gibt auch so eine Krankheit. oder ein Virus. Ja, wir sind jetzt gerade ziemlich fertig gemacht von Sanctoklinge, das gefällt mir gar nicht. Und leider wähle ich auch wieder das falsche Pokémon aus, weil wie gesagt, Unlicht ist sehr schlecht. Das Ding will einfach nicht in den Ball reingehen. Obwohl wir doch eigentlich alle Kriterien erfüllt haben. Aber das schlägt uns hier zusammen und ich will mich nicht teilen. Ich hoffe einfach, dass das jetzt irgendwie klappt, aber es klappt nicht. Ja, ich glaube, es hat auch seinen Pensum an Sanctoklinge aufgebraucht. Ist auch gut so. Aber wir brauchen das bitteschön. Ja, aber bisher scheint es nach dem guten alten Muster zu verlaufen, dass uns die legendären Pokémon in diesem Spiel einfach nicht mögen. Leider deswegen möchte ich nicht daran zweifeln, dass wir noch die... Wobei, wir werden so oder so die 20 Parts erreichen. Dieser DLC ist länger als die Rüstungsinsel, aber man darf auch nicht vergessen, viel davon ist halt legendäres Pokémon gefangen. Besonders wenn es so lange dauert. So, kann es noch irgendwie eine Kampfattacke? Ich glaube ja nicht. Das ist ja auch der Witz, glaube ich, dran, dass all diese... natürlich, Sanctoklinge ist deren ihr Markenzeichen, möchte man fast meinen. Aber es geht dann trotzdem auf den Sack. So, Laubklinge macht trotzdem noch ziemlich viel Schaden. Okay, wir sind auch nicht sonderlich weit entfernt davon, leveltechnisch. Aber dennoch wundert es mich. Es wundert mich auch, dass es hier mal wieder nicht klappt. Okay, das kann auch Nahkampf, das ist natürlich nicht so toll. Ja, irgendwie haben wir uns wieder mal vollkommen die falschen Pokémon ausgesucht. Wir haben halt kein Vogel-Pokémon im Team. Mit Vogel-Pokémon oder Flug-Pokémon, eher gesagt, läuft das alles besser. Ja, wie gesagt, das ist alles
sehr empfindlich, was bezogen auf Kampf, auf den Kampftyp. Dann wird es vielleicht besser, wenn ich das nächste Mal besser plane, und seltsamerweise will das einfach nur immer nur einmal wackeln. Es ist halt immer wieder blöd, wenn man nur innerhalb von einem einzigen Part nur ein einziges dieser Pokémon einfängt. Ja, gerade hatte ich schon was gehofft, aber nee, jetzt kommt Nahkampf. Und es vermöbelt uns mal wieder sehr. Ich meine, es macht mir nichts aus, wenn wir da jetzt noch ein zweites Mal in den Kampf reingehen. Ich nehme das übrigens an dem Tag auf, also jetzt nur so nebenbei, ich will jetzt kein politisches Statement abgeben, an dem Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat. Zumindest vorläufig, man darf nicht vergessen, dass Trump hartnäckig ist und hartnäckig dagegen ankämpfen wird. Also es ist wieder relativ aktuell. Und das war mal wieder eine Sanktoklinge. Alles nicht schön. So, ich versuche mich jetzt mal noch so lange wie möglich auf den Beinen zu halten. Das wird schon so schwer genug werden. Das wäre schön, wenn wir jetzt nach 7 Minuten wenigstens da mal einen Schlussstrich ziehen könnten. Aber es ist uns mal wieder nicht vergönnt. Okay, ich glaube, das Ding kann nur noch Schwerttanz. Was blöd ist, weil es ist dann nah am Verzweifeln. Ja, scheinbar. Gut, haben wir uns das Schwerste hinter uns, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir es jetzt fangen. Das Problem ist leider, irgendwann wird es Verzweifler einsetzen und dann haben wir nichts mehr davon. Dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Und das ist allgemein blöd, wollte ich nur mal so anmerken. Aber das Ding ist sehr intelligent und 7 Minuten, hey! Das soll doch mal was aussagen. Gut, dann können wir ja schon beim zweiten weitermachen, aber ich muss mich zuvor leider nochmal heilen gehen, weil das Ding hat dann wirklich alles abgefordert. Und es wäre vielleicht intelligenter, wenn wir Zapdos, Lavados und Arctos mit reinnehmen, weil das ist, das wird sonst insane. Aber wir haben eins gefangen. Wir haben eins gefangen und das andere befindet sich auf jeden Fall hier in dieser... war es in der rauschenden Höhle? Ne, es war in der Aufstiegtunnel. Nein, da auch nicht. Wobei, das Ding hat ja nur zwei Höhlen, oder? Was ist das hier? Ne, die Ballseehöhle war es. Genau, die Ballseehöhle. Und witzigerweise, wo wir es gerade von Wahlen haben, morgen ist auch in Stuttgart der nächstgrößten Großstadt die Oberbürgermeisterwahl. Also die nächstgrößte Großstadt, in der ich lebe. Und das ist hier vollkommen der falsche Platz. Also dazu möchte ich eigentlich auch nicht sonderlich viele Worte verlieren. Ich meine, warum erwähne ich es dann überhaupt? Also es ist mal wieder meine dumme Logik. So, wäre natürlich sehr schön, wenn Terrakion, das wir uns als nächstes anschauen. Ich glaube, ich werde die Pokémon trotzdem nicht wechseln. Das wird schon irgendwie. Irgendwie wird schon, weil ich daran glaube. Ja, wir haben leider hier nirgendwo einen Flugpunkt, aber es wäre besser, wenn wir jetzt mal dahin fliegen. Ich weiß, ich breche wieder viele Versprechen und laber viel Scheiße, aber kommt. Das sei mir vergönnt. Ballseeufer. Da haben wir auch schon die Höhle, oder? Und wo haben wir unseren Kandidaten? Der müsste da hinten sein. Vielleicht nicht. Nein, aber sehr viele tolle Pokémon. Da ist es. Ich weiß leider nicht, wie man diese Pokémon respawnen kann, im Falle des Falles, dass man nicht abgespeichert hat. Okay, das sieht auch wieder blöd aus, wie das gegen eine Wand läuft. Was könnten wir denn da machen? Was zieht nicht so viel? Ich glaube, Obi-Wan ist da die beste Auswahl. Ah, Mensch. Nee. Ich will dich vorne haben. Und auch das Ding kann Sanktoklinge. Das ist vom Typ Gesteinkampf. Ich meine, ich habe das damals auch sicherlich in meinem Pokémon Schwarz-Display gefangen und in Schwarz-Weiß und in Weiß 2. Ja, so habe ich es gemacht. Ich weiß, viele Leute kritisieren mich nach wie vor dafür. Wobei eigentlich nicht. Niemand kritisiert mich dafür.
So ist also der Kampftyp könnte das Ganze wieder ausgleichen, weil ansonsten ist es, glaube ich, Gestein oder Boden. Ich muss da nochmal genau nachschauen. Und das war sehr doof. Ich hatte allerdings nicht gedacht, dass es so stark ist. Oder dass die Attacke so stark ist. Und ich würde sagen, wir ziehen das Ganze auf 20 Minuten hoch, weil ich sehr zuversichtlich bin, dass wir das schaffen. Weil manchmal passiert es auch einfach im First Try. Das darf man nicht vergessen. Und da ich ja ein unfassbar optimistischer Mensch bin, glaube ich einfach mal daran. Dann versuchen wir es einfach jetzt mal mit der Metallklaue, weil Metallklaue zieht nicht sonderlich viel. Oder mit jemand anderem. Ja, ich weiß nicht. Ne, wir kriegen jetzt erstmal hier die Steinkante ab. Nicht sonderlich schlimm. Ja, das ist sehr ungünstig und blöd, dass das Bild ständig versucht, sich das Ganze scharf zu stellen. Ja, jetzt müssen wir es halt so halbwegs versuchen. Eigentlich wäre hier ein Finsterball gut. Haben wir noch einen Finsterball? Das kann auch Nahkampf. Also zwei Attacken sind die. Sogar drei! Wenn wir, Sanktoklinge müsst ihr haben und Ding hat's auch. Fokus. Schwertanz heißt es immer noch. Schwertanz. Gut, wenn sie auch mit Aqua-Durchstoß versuchen können. Ich suche mal einfach uns hier einen Finsterball raus, weil das passt eigentlich perfekt. Aber haben wir nicht. Das ist eigentlich ein Schwerball. Hohes Körpergewicht. Versuchen wir es mal mit dem Schwerball. Komm, das wäre witzig, wenn das klappt. Super! Ja, aber ich glaube, das ist auch von den dreien am schwersten und es hat einfach genau gepasst, Leute, du. Ich glaube, ich bin. Aber jetzt haben wir halt den Schwerball nicht mehr. Gut, das kommen eh nicht mehr so schwere Pokémon dran, denke ich. Ah, da freue ich mich jetzt richtig. Also wie gesagt, man muss einfach den richtigen Ball zur richtigen Zeit auswählen. Ich habe gar nicht den Pokédex-Eintrag von denen vorgelesen, aber hier ist es eine Legende aus der einen Region. Handelt davon, wie sich Terrakion gegen die Menschen stellte, um die Pokémon zu beschützen. Nö, ich will keinen Spitznamen. Dann lese ich hier noch den anderen Pokédex-Eintrag vor. Ich meine, wir werden jetzt natürlich noch den Weg aufsuchen zum den Dingsda-Bumster, genau. Viridium, das war. Es täuscht seine Gegner mit flinken Bewegungen, um sie dann blitzartig anzugreifen, ohne jede Gnade mit seinen Hörnern aufzuschlitzen. Oh, das klingt brutal. Wo haben wir eigentlich Cosmog? Ne, wir haben ja nur Koronospa. Weil da gibt es sicherlich auch noch einiges zu erzählen. Wenn wir das überhaupt hier irgendwo vorfinden. Es gibt ja einige legendäre Pokémon, die man fangen kann. Aber das kommt aber ziemlich weit. Hinten. Sag mal, wo ist ein Cosmog, wenn man es mal braucht? Auf jeden Fall ganz am Ende. Wenn überhaupt. Lavados, Zapdos, Arctos. Hier müssen doch eigentlich all die legendären Pokémon kommen. Egal jetzt. Was bringt mir darüber zu philosophieren? Wir wurden ja kaum getroffen, daher können wir jetzt eigentlich hier zu diesem Eismeer da fliegen. Oder wo war es denn eigentlich nochmal? Drei Wegpass. Schollmeer, genau. Ne, wir können nicht hinfliegen, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht geht. Ja. Blöd gewählt. Ich würde euch im Nachhinein dann doch empfehlen, zuerst die Regis zu machen, weil dann habt ihr wenigstens die Flugpunkte. Und das ist immer gut. Ja, Ballseeufer, eigentlich möchte ich hier nicht hin.
Na, irgendwie will das Schicksal mal wieder, dass ich den Part beende. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Wir können ja noch. Wir haben genügend Zeit im nächsten Part. Meine zwei legendäre Pokémon haben mich binnen eines Parts gefangen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in diesem DLC. Aber ne, ich komme immer wieder beim Ballseeufer raus. Ja, es gibt ja einige nette Pokémon. Na. Ich wollte doch eigentlich den Part beenden. Warum halte ich jetzt auch dieses Versprechen nicht? Vielleicht weil es kein Wahlversprechen ist. Oh Gott, so viele tolle Pokémon. Und es gibt Dragoran hier. Es gibt natürlich Dragoran hier. Eigentlich würde ich es am liebsten fangen. Auf welchem Level befindet sich das? 70! Okay, probieren wir einfach das noch aus. Ich hoffe, dass ich es nicht kille. Wird es schon anscheinend auch eine einmalige Sache zu sein. Nehme ich an. Ich beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel und denkt dran, Freundschaft ist...